trauriges Liebesupdate von Bill und Melinda Gates. Das Paar lässt sich nach 27 gemeinsamen Ehejahren scheiden. 1987 lernen sich der Microsoft-Mitbegründer und die damalige Projektmanagerin in New York kennen. 7 Jahre später geben sie sich auf der hawaiianischen Insel Lanai das Ja-Wort. Doch jetzt ist alles aus. Das geben Melinda und Bill in einem gemeinsamen Statement auf Twitter bekannt. Darin heißt es: Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung sind wir zu dem Entschluss gekommen, unsere Ehe zu beenden. In den zurückliegenden 27 Jahren haben wir 3 unglaubliche Kinder großgezogen und eine Stiftung aufgebaut, die sich weltweit dafür einsetzt, den Menschen gesunde und produktive Leben zu ermöglichen. Die Bill und Melinda Gates Foundation gehört zu den einflussreichsten Hilfsorganisationen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und Entwicklungszusammenarbeit. Die Arbeit an der Stiftung wollen sie auch weiterhin gemeinsam fortsetzen. Privat geht das milliardenschwere Paar ab sofort aber getrennte Wege. Wir glauben nicht mehr, dass wir in der nächsten Phase unseres Lebens als Paar zusammenwachsen können. Wir bitten um Platz und Privatsphäre für unsere Familie, wenn wir beginnen, uns in diesem neuen Leben zurechtzufinden. Heißt es abschließend in der Stellungnahme. Der Unternehmer und die Autorin legen schon immer viel Wert auf ihre Privatsphäre. Über ihre Liebe sprechen sie nur selten. Sie gilt jedoch als die starke Schulter des 4th reichsten Menschen der Welt, bis jetzt. Bill hat ein geschätztes Vermögen von 130 Milliarden US-Dollar. Die Scheidung könnte also ziemlich teuer werden. Bisher sieht aber alles nach einer friedlichen Einigung aus. Einen Ehevertrag haben sie angeblich nicht, dafür aber einen Trennungsvertrag. Dem US-Portal TMZ liegen die Scheidungspapiere vor. Es ist Melinda, die den Antrag einreicht. Darin heißt es, dass die Ehe unwiederbringlich kaputt sei. Die 56-Jährige bittet das Gericht, die Ehe aufzulösen. Sie verzichtet außerdem auf Ehepartnerunterhalt. Das Vermögen soll stattdessen anhand einer Trennungsvereinbarung aufgeteilt werden. Die Papiere zeigen auch, dass die beiden bereits getrennt wohnen. Melinda unterschreibt in Bellevue, Bill in Palm Desert. Rund 2000 Kilometer liegen demnach zwischen dem einstigen Traumpaar. Mit Jennifer, Phoebe und Rory haben Melinda und Bill 3 erwachsene Kinder. Wie sehr die Trennung ihrer Eltern schmerzt, macht Jennifer in einem Instagram-Post deutlich. Darin schreibt sie: Es war eine herausfordernde Zeit für unsere gesamte Familie. Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich am besten mit meinem Verarbeitungsprozess und meinen Emotionen umgehen und auch die anderen Familienmitglieder unterstützen kann. Weiter möchte die 25-Jährige sich nicht zur Trennung äußern. Auch sie bittet darum, die Privatsphäre der Familie zu akzeptieren. Und eines dürfte wohl klar sein: Bill und Melinda sind zwar kein Liebespaar mehr, doch sie werden auch in Zukunft ein Team sein. Nicht nur für ihre Stiftung, sondern vor allem auch für ihre Kinder.